Dieses Thema spaltet seit Jahren die Modewelt. Socken in Sandalen. Ein Akt der Rebellion oder ein Zeichen des Stils? Begleitet mich auf eine Reise durch die Höhen und Tiefen dieser kontroversen Modeerscheinung. Lasst uns eintauchen in die Welt der Socken und Sandalen und herausfinden, ob es wirklich ein modischer Fauxpas ist oder doch der Trend der Zukunft. Und damit herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Das Thema, ob Socken in Sandalen gehören, spaltet die Gesellschaft. Nein, nicht wirklich. Aber es gibt auf jeden Fall zwei Meinungen. Die einen sagen, das ist total schrecklich und ein Mode-Fauxpas. Und die anderen, die juckt es gar nicht und die tragen es einfach. Aber bevor wir uns mit der Frage beschäftigen, ob Socken in Sandalen wirklich unseren Gemütszustand verbessern können, schauen wir uns mal an, wo das überhaupt herkommt und wer damit angefangen hat. Tatsächlich bin ich bei meiner Recherche ziemlich weit in der Vergangenheit gelandet, und zwar bei den Römern. Die Römer sind dafür bekannt, dass sie Sandalen getragen haben, aber wie es dann zu den Socken kam, ist eigentlich logische Schlussfolgerung. Denn als sie damals in die Bretagne einmarschiert sind, haben sie festgestellt, dass es da ziemlich kalt ist. Und die logische Schlussfolgerung war, um nicht an den Füßen zu frieren, sich einfach Socken anzuziehen. Das vermuten zumindest Forscher, die an Ausgrabungen beteiligt waren, weil sie Plastiken gefunden haben, bei denen es so aussieht, als würden Menschen eine Sandale mit Socken tragen, bei denen die Zehen getrennt sind. Das heißt, wenn diese Vermutungen wahr sind, könnte es sein, dass die Römer für diesen Modetrend verantwortlich sind. Aber ganz so einfach ist es natürlich nicht, denn in der japanischen Kultur hat sich etwas Ähnliches entwickelt. Da gibt es nämlich die sogenannten Tabi-Socken, die bis heute zur formellen Kleidung gehören. Diese wurden nämlich speziell für Schuhe entwickelt, bei denen die Zehen geteilt sind, damit man dort auch Socken tragen kann. Und es ist sogar bis heute üblich, dass man genau diese Socken mit den passenden Schuhen trägt, zum Beispiel zu Teezeremonien. Und witziger Weise, obwohl die Deutschen für diesen Socken-Sandalen-Trend bekannt sind, taucht es in der Geschichte der Deutschen eigentlich gar nicht auf. Es gibt zwar die Lederhosen mit den hohen Strumpfsocken, aber mit Sandalen sind die in der Regel nicht kombiniert. Doch wie kommt es dann dazu, dass ausgerechnet die Deutschen dafür bekannt sind, Socken in Sandalen zu tragen? Tatsächlich gibt es eigentlich keine echten Beweise dafür, sondern nur eine Vermutung von Experten. Diese vermuten nämlich einfach, dass Deutsche auf ihre bequemen Pantoffeln nicht verzichten wollten und deswegen diese auch im Urlaub angezogen haben. Und an der Stelle kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen, genau das tue ich nämlich zu Hause auch. Ich trage ständig Latschen oder Pantoffeln. Aber was ich dann wiederum nicht verstehen kann, ist, wieso Menschen das dann auch zum Beispiel fürs Wandern oder sogar fürs Bergsteigen angezogen haben. Das stelle ich mir tatsächlich mit anderen Schuhen doch deutlich bequemer vor. Wieso sich das Ganze zu einem riesen Mode-Fail entwickelt hat, ist jetzt nicht so ganz klar. Aber dass sich natürlich viele darüber, ich sag mal, lustig gemacht haben oder es einfach belächelt haben, liegt eigentlich auf der Hand. Denn es war einfach ein sehr ungewohntes Bild, Menschen in kniehohen Tennissocken und Sandalen zu sehen, die auf Berge hochklettern. Und da kommen wir auch schon zu der Eingangsfrage, wie es dazu kommen kann, dass Socken in Sandalen dazu führen, dass wir Glückshormone produzieren. Und tatsächlich bezieht sich diese These genau auf diese Situation, dass Menschen sich darüber amüsieren, wenn Menschen eben genau das tragen. Denn das führt dazu, dass diese Menschen ja darüber lachen können und dadurch natürlich Glückshormone produziert werden. Und zum Thema Lachen habe ich vorher ein anderes Video gedreht. Das findet ihr entweder hier oder wenn ihr dieses Video bis zum Ende schaut, findet ihr das natürlich auch in der Infobox. Da geht es um das Thema, ob Lachen unsere Fitness positiv beeinflussen kann. Aber zurück zu den Socken in Sandalen. Jetzt, wo das mit den Glückshormonen geklärt ist, gibt es aber noch zwei weitere Punkte. Haben Socken in Sandalen vielleicht wirklich positive Effekte auf unsere Gesundheit, abgesehen von den Glückshormonen, die sie bei anderen auslösen können? Und wie kommt es eigentlich dazu, dass diese Modesünde, die seit Jahrzehnten existiert, jetzt gerade eher zum Modetrend wird? Tatsächlich bringt es ziemlich viele Vorteile, Socken in Sandalen zu tragen, statt diese barfuß zu tragen. Die richtigen Socken können tatsächlich Blasen an den Füßen vermeiden. Wir kennen es mit Sicherheit alle, den unangenehmen Schmerz einer frischen Blase. Und meistens liegt es entweder an den Schuhen, an den Socken oder daran, dass wir barfuß in Sandalen laufen, dass sich
solche unangenehmen Blasen bilden. Und mit den passenden Socken kann man das ganz einfach vermeiden. Auch die Fußhygiene und die Gesundheit der Füße profitiert von den passenden Socken. Denn die können ganz einfach gesagt vor Schmutz, UV-Strahlen, Bakterien oder zum Beispiel Insektenstichen schützen. Es existiert sogar ein Irrglaube, dass man ohne Socken im Sommer nicht so heiß wird. Das klingt zwar erstmal logisch, weil man ja weniger anhat, aber tatsächlich ist es so, dass der Körper die Temperatur besser regulieren kann, wenn er nicht der direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist. Und mit diesem Punkt einhergehend ist auch der nächste Punkt wichtig, die Feuchtigkeitsaufnahme. Weil wenn wir ohne Socken in unseren Schuhen oder Sandalen anfangen zu schwitzen, bildet sich ein perfekter Platz für Pilze. Es ist nicht normal, wie viele Pilze ich bekomme, Digga. Und deswegen ist eigentlich die Hauptaufgabe von Socken das Aufnehmen von Schweiß. Und ein weiteres Pro-Argument für Socken in Sandalen ist tatsächlich, dass sich auch die Modeindustrie so weit entwickelt hat, dass es tatsächlich zum Trend geworden ist. Denn abgesehen von den Models, die auf Laufstegen in Socken und Sandalen für riesige Designer laufen, gibt es auch Prominente, die genau diesen Trend halt eben wieder auf die Straße bringen. Und da sich dieser Trend über die letzten Jahre so langsam wieder etabliert, gibt es natürlich auch passende Accessoires und alles, was dazugehört, zu kaufen. So gibt es zum Beispiel ein Foto von Travis Scott, wie er in Socken und Sandalen rumläuft. Oder auch Justin Bieber, auch hier mit einem eigentlich klassischen Hausschuh und den passenden Socken dazu. Ja, man kann von diesem Trend jetzt halten, was man will, ob man das jetzt schön findet oder nicht, aber wir können nicht leugnen, dass der Trend kommt und dass er vielen Leuten auch gefällt. Denn ich habe in einem Video, was vor 4 Jahren hochgeladen wurde, mal durch die Kommentare geschaut und da waren die Meinungen bereits schon sehr positiv. Ja, und obwohl die Meinungen im Netz, die ich so gefunden habe, überwiegend positiv waren, würde mich natürlich interessieren, wie ihr dazu steht. Findet ihr das einen schönen Trend? Würdet ihr das auch so anziehen? Oder seid ihr eher dagegen und findet das passt gar nicht? Abschließend kann ich nur sagen, dass die Socken in Sandalen eine ziemlich lange Reise hinter sich haben. Und obwohl sie eine wirklich lange Zeit belächelt wurden, wurden sie schlussendlich zu einem neuen Modetrend. Natürlich nicht in der Art und Weise, wie sie vielleicht von deutschen Touristen vor ein paar Jahrzehnten noch getragen wurden, aber man kann hier trotzdem von einem kleinen Erfolg sprechen, glaube ich. Jedenfalls können wir davon ausgehen, dass wahrscheinlich noch mehr Leute auf diesen Trend aufspringen und auch für sich die Socken in Sandalen entdecken. Aber auch hier wird es wahrscheinlich Leute geben, denen das nicht so gut gefällt oder die sich einfach gerne darüber amüsieren. Ich würde sagen, es ist fast eine Win-Win-Situation, dass die einen, die das gerne tragen wollen, jetzt noch mehr Freiheiten haben und die anderen, die sich darüber amüsieren, können weiterhin an ihren vermehrten Glückshormonen profitieren. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann könnte dir das nächste Video auch gefallen, denn da geht es um die große Marshmallow-Lüge. Worum es da genau geht, erfährst du natürlich im nächsten Video. Und wenn du das nicht verpassen möchtest, lass gerne ein Abo da. Das wär's von mir. Ciao und bis zum nächsten Mal.